Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute gibt es einen Vlog. Update von unserer Baustelle. Wir haben endlich ein Gehweg, ein halb geteertes Ding. Ja, und bei uns fehlen Fliesen. Super, ne? Und ja, ich habe jetzt hier noch die kleinen Halsband. Luna! Sit in the down. Also Hund erstmal jetzt an der Leine, weil da kommt auch schon ein Auto, wie ich höre. Und ja, es kommt ein. Ich habe jetzt gerade das Review-Video gedreht. Luna rastet jetzt gerade aus. Sie hat das Leuchterhalsband an, weil es ein längerer Spaziergang wird. Und das ist jetzt relativ, also es ist abends 5 oder so. Bei uns wird es relativ früh dunkel. Und hier ist ziemlich viel Matschepampe. Deshalb hat sie das Leuchterhalsband an, weil es wahrscheinlich dunkel sein wird. Und ja, genau. Das wird ein versteckter Gassi-Vlog-Talk. Irgendwie sowas. Und ich freue mich, wieder ein Follow-Me-Around machen zu können und ihre Leinenführigkeit im Halsband. Ja, ich habe ja mal gesagt, dass es wirklich nur so gut am Halsband läuft. Im Moment ist es wieder voll das Gegenteil. Sie läuft wieder nur am Geschirr gescheit. Es ist bei ihr gleich immer so phasenweise und ich weiß auch nicht, was sie hat. Wahrscheinlich dieser komische Club. Nein. Da war ich im Kino in Fuck You Goethe 3. Ja, wollte ich euch ganz kurz nur zeigen. Hallo Leute, ein kleiner Info-Talk. Ein Gassi-Talk. Aber mit Informationen. Also das heißt, dass wir jetzt in Urlaub gehen. Also nur für ein paar Tage. Aber dass ich euch dann halt auch eventuell keine Videos paar Tage hochladen kann. Und wenn nur vorproduzierte. Ja, das ist halt auch blöd, weil mein Speicherplatz halt relativ voll ist. Und ja, das ist halt etwas doof, wenn ich dann vorproduzierte habe, weil die halt auch viel Speicherplatz wegnehmen. Und ich halt dort vollen Speicherplatz haben möchte, weil ich an euch dort viel filmen möchte. Und ja, genau. Also bitte verzeiht mir das dann. Das Video kommt jetzt auch als zweites Video nochmal kurz hoch. Ich gehe dann bei den Spaziergang kurz nach Hause und schneide das Video kurz, weil ich will jetzt auch nicht lang halten, das Video. Ja, vielleicht erzähle ich noch allgemein so ein paar Sachen. Und ja, genau. Ich wollte auch noch ganz kurz sagen, dass bei meinem letzten Video bei den Spaziergang ist mir ein kleines Fauxpas passiert, denn ich habe halt, ja, also, es war so, dass ich habe einen Spaziergang hochgeladen und habe aber davor das Video geschnitten für einen Haul, den ich gedreht habe und, ja, das war halt ein bisschen blöd, weil ich habe das Thumbnail für einen Haul gemacht und habe das Thumbnail für einen Haul dann auch für das benutzt und anscheinend ist es bei manchen noch nicht geladen. Und deswegen ist da halt immer noch das Thumbnail vom Haul drin. Naja, tut mir leid. Und noch was, ganz kurz eine Frage. Ich glaube, irgendwie Leonie Loves oder so hat geschrieben, also tut mir leid, falls ich es nicht genau weiß, dass ich, ob ich mal ein Video drehen kann, wie man dem Hund Fußball bringt. Und ja, also da habe ich auch total viele, viele Methoden und das möchte ich auf jeden Fall machen, das Video. Ich habe eh vor, mehr beibringen, Videos zu starten. Also wie bringt man seinem Hund was bei? Vor allem mit Lucy. Weil so die Reihe wird dann wahrscheinlich auch Lucy lernt heißen, denn Luna! Ja, da kommt jetzt eigentlich gerade ein Zug. Und Luna ist dann direkt an den Gleisen. Super. Aber ich lasse jetzt auch. Ja, soll Lucy lernt heißen. Und ja, weil Luna kann halt schon relativ viel. Und Luna, komm her! Super! Gut, super. Da kommt der Zug. Super. Gut gemacht. Super. Weil dann sieht man auch so die Probleme, weil Luna kann das halt schon. Und ganz kurz an dich nochmal gerichtet, die mir die Frage gestellt hat. Möchtest du wissen, wie der Hund Luna? Fuß. Fuß. Fuß.
Fuß so Fuß macht, also neben dir läuft direkt so und dich anschaut, wie halt bei den Hundesportarten und ab, oder halt einfach so neben dir läuft, so wie es Romeo kann. Und das halt nicht an der Leine zerrt, aber halt auch schon neben dir läuft. Also das würde ich gerne wissen, was du beigebracht haben willst. Aber ich kann natürlich auch beides versuchen beizubringen. Also in zwei parallelen Videos, weil das sind auf jeden Fall zweierlei Sachen. Ja, genau. Und das war's eigentlich auch schon mit dem Video. Also vielleicht sage ich auch noch ganz kurz was in dem Video, aber keine Ahnung. Das war auf jeden Fall so die Information. Eigentlich wollte ich jetzt noch Lucy holen. Aber übrigens gehe ich morgen mit Lucy in die Hundeschule. Da kann ich, ja, ich gehe auch mit Lucy in die Hundeschule. Jeden Mittwoch. Ja, das hat aber jetzt ewig lang nicht mehr geklappt. Also früher war meine Freundin mit ihr in der Hundeschule. Und jetzt war sie bestimmt ein halbes Jahr nicht mehr in der Hundeschule. Und ja, also jetzt wird sie wieder in die Hundeschule gehen. Jeden Mittwoch habe ich das organisiert. Und ich, eigentlich ist es 2 bis 3 Mal die Woche, aber ich muss halt auch an den Tagen, gehe ich halt mit Luna und nur einmal habe ich für Lucy Zeit. Ja, also morgen gehe ich dann mit Lucy in die Hundeschule. Ich probiere zu filmen, aber ich möchte halt auch wegen dem Akku halt ein bisschen was sparen. Genau, und hier die Landschaft ist wieder richtig schön. Heute kann ich auch nicht so viel zeigen, weil, nicht so viel laufen. Also ich laufe jetzt, da sieht man das, wo ich hin zeige, da und da und dann so ein Bogen wieder zurück, weil, ja, also das ist dann so eine Stunde oder halbe Stunde, dreiviertel Stunde, irgendwie sowas Strecke, weil ich heute auch noch lernen muss und ich habe schon angefangen, aber ich bin halt noch nicht fertig und ja, deshalb, aber ich denke, das reicht ihr auch für heute, weil sie war gestern schon viel, ist mit Lucy rumgepaced. Genau. Ach, und ganz genau, was ich noch sagen wollte, ist, ich starte jetzt einen Aufruf an alle, die dieses Video sehen. Ich bitte euch ganz arg, dass ihr mir Fragen in die Kommentare schreibt, weil ich möchte ein Frage-Antwort-Video machen, also ein Q&A. Und ja, also bitte schreibt fleißig Kommentare und Fragen in die Kommentare. Zu Lucy, Luna, zu mir, also zu allem könnt ihr einfach Fragen stellen. Ich hoffe, dass genug Fragen kommen, zusammenkommen, dass ich ein Q&A drehen kann. Und schreibt mir auch, ob ihr das überhaupt sehen möchtet. Und auch, was ich noch sagen wollte, ist, ich habe auch einen Kommentar bekommen von, weiß ich nicht mehr wem, aber der hat gesagt, ob bei Romeos Leinen, Halsbänder und Geschirre, ob ich auch so ein Video für Luna drehen kann. Das habe ich übrigens schon und ich kann es auch verlinken. Es sind halt nur 2 Halsbänder dazugekommen in der Zeit und das ist mir halt noch zu wenig. Und ja, genau. Und was ich, aber wenn wir bei der Messe waren und so nach Weihnachten, möchte ich das Video nochmal drehen, weil ich schätze, an der Messe werden wir noch ein paar Sachen kaufen und ja, da wird sich noch ein bisschen was dazu tun. Und ja, deshalb möchte ich das Video eher dann drehen und wie gesagt, ich kann euch das eigentlich noch relativ aktuelle Video verlinken. Abseits, ich bekomme es hin, aber ich glaube schon. Aber Leute, ist das nicht schön? Das ist doch mal sauschön mit der Gleise, ne? Das wird wahrscheinlich in meinem Thumbnail sein. Ja, dort hinten sind Strohbälle. Oha, ihr seht fast gar nichts. Doch, da hinten sind Strohbälle, wenn ihr es seht. Da ist die Sonne und es ist jetzt 3:30 schon, Alter. Ich glaube, jetzt mal querbeet übers Feld, weil so viel Zeit habe ich, wie gesagt, nicht mehr. Und ich möchte eigentlich bis 5 Uhr damit fertig sein. Und ja, wenn ihr auch noch irgendwelche Fragen zum Urlaub habt oder so, es wird auf jeden Fall wahrscheinlich wieder Videos. Also es wird auf jeden Fall Videos geben. Ich denke, ich versuche sogar so viel zu filmen, dass jeden Tag, wo wir im Urlaub sind, ein Video kommt. Ich weiß halt auch nicht, ob wir in der Hütte dort, im Schwarzwald sind wir übrigens, dort WLAN haben. Und meine Flat ist halt auch nicht so gut, dass ich damit ein Video hochladen kann. Tut mir leid. Aber ja, es wird wahrscheinlich auch wieder so verschiedenes, vor allem Year Round geben.
Ja, also ganz kurz, ich weiß es nicht genau, wie das ist, aber im Urlaub mache ich immer Follow Me Arounds und ganz normal mache ich immer Vlogs. Aber ich glaube, das ist eigentlich das Gleiche. Und ich freue mich übelst drauf und ich wollte euch auch später, oh mein Gott, das Video geht gerade mal schon 8 Minuten. Und ich wollte euch auch noch eigentlich meine Sachen zeigen, die ich mitnehmen möchte. Aber so ein Video habe ich auch schon gemacht, kann ich auch verlinken. Und ja, also wie gesagt, ich kann halt jetzt nicht jeden Tag ein Video hochladen. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ich verabschiede mich hiermit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, Fragen. Und gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ich denke, ich habe es verdient. Und danke, dass ihr mich abonniert habt. Falls ihr mich schon abonniert habt, danke ich euch dafür. Wenn nicht, könnt ihr das ja noch gerne werden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.